Hallo und herzlich willkommen mit diesem angenehmen Piepen, Klacken im Ohr. Das ist der GPS-Sender, der genau uns zeigt, wo Paganis Wagen ist. Ja, da müssen wir uns jetzt mal ein bisschen reinschleichen und mal gucken. Scheint der richtige Ort zu sein. Mein Vater, Onkel, klar haben die auch Kämpfe erlebt, aber die haben alles heil überstanden. Was willst du damit sagen, Junge? Ich habe einfach das Gefühl, als hätte ich die besten Zeiten verpasst. Die goldenen Zeiten. Red dir nichts ein. Auch in den goldenen Zeiten haben viele Leute ins Gras ge... Und einer... nichts ein. Auch in den goldenen Zeiten haben viele Leute ins Gras gebissen. Ja, klar. Auf die eine oder andere Weise. Hast du Frank gesehen, als er ankam? Mist. Der alte Bastard sieht 20 Jahre älter aus. Bei dem ganzen Ärger mit Castro, dem Nigger und den 50 Riesen da drin, kann ich das gut verstehen. Könnte da... Alter! Das war Heavy Metal gerade, Alter. So. Genug an die alten Zeiten erinnert, oder was? Ne, der sucht schon, aber in der falschen Richtung. Bin fest am... Komm mal zurück. Ja genau, komm mal hier. Du siehst mich noch nicht und ich sehe dich. Finde Frank. Schneller, Himmel, Herrgott. Wir bezahlen dich pro Stunde. Der hätte ich jetzt aber nicht so reingekonnt, glaube ich, direkt. Wieder, ey. Das ist Geld. Alter, pack ein. Pack ein. Na gut. Nö. Alter, ist so viel Cash, auch wenn es falsch Geld ist. Ich weiß nicht. Alter, hier liegt überall Geld. Das, stell dir mal vor, das können wir jetzt alles mitnehmen. Ey, das wäre der Hammer. Alter, hier. Komm, wir gehen nochmal raus. Wir können gleich wiederkommen, den killen. Nimm doch das Geld mit. Trocknen die Scheine da links schon? Er kann uns nicht ab! Hast du gedacht, wa? Du Penner, Junge. Bloß gut, war ich schnell genug. Ich hab dir doch nichts getan, aber ich hab sehr interessante Sachen gesehen. Eine Menge Blüten und eine Presse. Mir fehlt nur noch die Verbindung zu Kuba. Bitte. Ich habe innere Blutung. Ich brauche einen Doktor. Ich habe eine Frau und drei kleine Töchter. Du willst einen Doktor? Dann erzähl mir jetzt lieber, was ich hören will. Also, das ganze Zeug da. Sal hat das alles geplant. Aber die Blüten haben nichts getaugt. Ich sollte noch einen Mann ins Boot holen. Einen gewissen Alvarez. Ein Fischer arbeitet für Castro. Hat er dir auch die Platten gegeben? Platten? Ich dachte, das weißt du. Wegen dem Raubüberfall. Der Raubüberfall? Marcano wollte die Druckplatten der Bank. Ja. Wo steckt dieser Alvarez? Wo? Einer von Tommys Leuten nahm ihn mit. 10, 15 Minuten bevor du aufgetaucht bist. Wo ist er mit ihm hin, Mann? Wo? Ha? Meine Töchter. Nein. Nein.
Mhm. Ich habe 48 Jahre damit zugebracht, Lincoln Clay zu verfolgen, weil er ein Krimineller ist. Furchtbar, was ihm passiert ist, aber... Wissen Sie was? Ich denke, dass... Als er Sammy, Alice und Danny Burke tötete, da wurde klar, was Lincoln wirklich war. Ein Monster. Irgendwie ahne ich, dass wir sterben werden. Ich will nicht sterben. Aber ich ahne, dass es so sein wird. Oh, jetzt gibt's wieder Verteilung. Ich will dann aber die Karte einsehen. Genug Zeit verplempert. Legen wir los. Ich bin durch mit Frank Pagani. Der Typ wird den Hafen in Tickford nicht mehr als Umschlagplatz nutzen. Das ist jetzt unser Gebiet. Ich erobere dir den Bezirk ganz oder zur Hälfte. Ist mir scheißegal. Ich bin mit dem letzten Distrikt klargekommen. Da schaffe ich den hier auch. Du hast den ganzen Bezirk erobert? Erstaunlich, denn wegen dem anderen Laden dort hast du mich ja nicht mal angerufen. Du kommst hier an und laberst von Geduld und Verständnis. Aber da draußen, da verarschst du uns. Als ich dir das letzte Mal eines der Geschäfte erobern sollte, habe ich rein gar nichts dafür gesehen. Diesmal hast du mich erst gar nicht gerufen. Betrachte das hier als letzte Warnung. Mir reicht's nämlich langsam von dir. Kannst mich anrufen, wann du willst. Ich warte. Bessere Ausdauer und Erholung. Stärkere Verbesserung, Ausdauer und Erholung. Burg würde bedeckter Dings wechseln. Warte, bis sie die Iren in ihrem Viertel sehen. Vito wäre auch weniger scheiße, die teilen sich das. Ich hab's satt, wie du mich behandelst. Schon klar, du musst dir alles offen halten. Cassandra ist keine Veränderung. Sammy hat dich gut erzogen. Vertrau deinem Riecher. Oh, verdammt. Du wirst schon die richtige Entscheidung treffen. Mach ich. Aber triff sie. Der hier geht ans Skelette. Nein, nein. Bist du raus? Wie konnte ich mich bloß von dir dazu breitschlagen lassen? Aber ich werde jetzt hier nicht rumsitzen und zuhören, wie du mir ins Gesicht lügst. Hey, hey, deine kleinen Haitianer-Jungs springen vielleicht auf dein Kommando, aber die Scheiße läuft ja nicht, Cassandra, also vergiss es. Meine Geduld und mein Verständnis sind am Ende, Lincoln. Ich wollte mal wissen, was passiert. Du solltest deinen Kurs korrigieren, denn sonst werden uns alle Worte dieser Welt nicht mehr helfen. Wir wollen alle das Gleiche, Cassandra. Bringt doch nichts, wenn wir uns dauernd streiten. Ich hab dich gehört, Cassandra, lass gut sein. Sicher hat sich einiges anders entwickelt, als ihr es erwartet habt. Doch jetzt läuft alles, wie ich es mir vorstelle. Hör zu, ich hab dir ein paar Namen genannt und zahl dich dafür, dass du sie findest. Also erzähl keine Scheiße. Ja, okay. Mach's einfach. Mann, Mann, wenn man nicht alles selber macht, dann... Alles in Ordnung? In dieser Nacht... Sammy war so erleichtert. So hatte ich ihn noch nie gesehen. Durch das Geld dachte er, dass wir alle von Marcano unabhängig werden. Dieser Was zur Hölle hat Frank dir gesagt? Marcano hat uns die Bank ausrauben lassen, um an die Geldplatten zu kommen. Georgie musste sich während des Überfalls geschnappt haben. Wieso ist mir das nicht aufgefallen? Darüber haben wir doch schon geredet. Das ist alles nicht deine Schuld. Doch, genau das ist es. Sal ist wie ein Geschwür, ein Aasgeier. Er hatte immer vor, euch alle reinzulegen. Schon vergessen, was er mit Vito gemacht hat? Er hat deine Familie ermordet. Das können wir nur wieder gut machen, indem wir jeden umbringen, der diesen Haufen Scheiße auch nur angesehen hat. Brauch jetzt einen Schluck Bourbon. Pagani behauptet, Marcano konnte das Geld nicht selbst drucken. Darum hat er einen kubanischen Fälscher namens Alvarez engagiert. Was wissen wir über South Downs? Tommy Marcano ist keiner von denen, die scheißen, wo sie essen. Drum weiß man nicht viel über seine Geschäfte. Er betreibt ein Wettbüro und hat ein Lager für seine Schmuggelware. Tommy weiß sicher, dass ich hinter Alvarez her bin, deshalb versteckt er ihn wahrscheinlich an einem dieser Orte. So oder so, ich schnapp ihn mir. Ich werde dafür sorgen, dass Marcano nicht einen einzigen Dollar mit diesen Platten drucken kann.
Na, da bin ich ja gespannt. Mafia-Arzt 5, verbesserte Adrenalinspritze. Geil. Ein Gefallen, löse Gefallen bei Verbinden. Hey, ist irgendwas kaputt gegangen? Autolieferdienst hinzugefügt, was? Verbündete verloren, verdeckter Autodiebstahl. Eine Shutdowns. Pagani hat dir alles über seine alten Capo Tony Marcano verraten. Was er wusste, nun ist es an der Zeit, dir deinen Weg durch Shutdowns zu bahnen und den Wichser persönlich zu stellen. Damit Onkel Lou nun der älteste Marcano auf deiner... oh, Entschuldigung. Hab so einen Frosch immer jetzt. Einen Ziertisch gelandet ist, sollte das Siegen von Klein Tommy Sale ins Taumeln bringen und für Zweifel bei Sales Männern sorgen. Ob er sie noch schützen kann? Mein Gott. So. Okay, haben wir. Rede mit Grant. Die kommen auch noch alle. Ist doch gut. Cash haben wir. Möchte mein Auto haben. Ach, guck mal, den haben wir jetzt als Exot. Na, das Reinsitzen hat sich, glaube ich, nicht so wirklich gelohnt. Wenn du mir eine neue Schleuder ins Harlow schicken würdest. Ich gehe noch eben pissen. Dann bringe ich ihn raus zu dir. Okay. Ich stehe extra hier, dass du ihn einparken kannst. Einmal Auto. Wie bestellt. Dankeschön. Das ist eine große Hilfe. Vorsichtig. Fahr ja auch ganz bestimmt in die richtige Richtung rein. Ganz bestimmt sogar. So, so, als wenn der schon ein paar überfahren hat. Das ist kein Rost, das ist alles Blut gewesen. Aber wir könnten noch mal ein bisschen Geld in die Bar stecken. Wir stecken was in die Bar, wenn wir schon mal hier sind. Rein in unseren Laden. Ach halt, warte. Ich weiß ja nicht, wie es mit Mucke wieder ist. Ach, das ist immer so ein Ding. Wenn es das Problem nicht wäre, ergebe, wäre es total geil. So. Renovier Sammys Bar. Das habe ich ja vor, Mann. Puppe? Ach, die ist oben. Sitzt du in meinem Bürostuhl? Ich bin hier der Chef, damit das klar ist. Oh. Falsch abgefahren. Gut. Nein. Die steht da. Kann ich mich auch setzen? Dann unterhalte mich. Bald gibt es nichts mehr, was wir hier noch verbessern könnten. Naja. Gehen mal. Die Küche werden wir verbessern, komm. Clever, wenn man Leuten zum Alkohol auch gutes Essen serviert, bleiben die den ganzen Abend. Ja. Oh, schön mit Lager hinten. Nice. Musik, komm. Da haben wir den ja freigespielt, dann kommt der auch jetzt. Hey, hör dir mal Little Ernie an. Nee, gerade nicht. Küche haben wir. Personal. Yep. Mehr Personal. Wir sollten vorsichtig sein. Nicht, dass die Leute denken, wir wüssten, was wir tun. 20.000 habe ich noch. Was kann ich hier noch? Oben kann ich noch. Aber warte mal, ich will erstmal hier. Ja, komm, baus uns aus. Wenigstens ist es unten jetzt gemütlicher. Hoffe ich es nie nutze, ne? So, dann kann man oben noch Billardtisch, habe ich gesehen gehabt, ne? War das nicht so? Noch irgendwas? Nee, wo ist der Billardtisch? Nee, dann machen wir das doch. Wenn jetzt Knete noch reicht. Zwei Verbesserungen noch.
Ja, für den Zwitten. Früher hätte ich dich beim Billard richtig abgezogen. Da fehlen mir die 10.000. Alter, cool, da muss ich jetzt nochmal gucken gehen. Mit Terrasse? Geil. Nice. Scheffeln wir jetzt ja richtig. Scheffeln wir denn Geld mit dem Laden jetzt überhaupt? Ich will wissen, wir einmal 10.000 brauchen wir noch, dann sind wir glaube ich durch hier. Gibt's denn Erfolg dafür? Hier, guck mal, hier spielen sie schon. Ist das hier jetzt geworden? Ach, für Alkohol und sowas, okay. Kommt hier oben noch eine kleine Bar wahrscheinlich rein? So wie es das aussieht hier. Poker-Ecke. Oh, geil. Ja, ist jetzt nicht das Größte, ne? Aber es ist, hat was. Bequem. Wird das noch so ein bisschen überdachen, sage ich jetzt mal so. War schon cool. Aber es wäre geil, wenn wir damit halt auch wirklich Geld, na, Männers, ich will bloß mal gucken, ob ihr ordentlich arbeitet und mir mal ein Pflaster mopsen. Danke. Weitermachen. Schön sieht's aus, Leute. Gut macht er. Bar ist voll. Nice. Schön weitermachen. So, dann fahren wir mal weiter. Wenn du Virus Sammys Bar ist jetzt nicht. Sondern wir fahren jetzt, das ist neben, ja, gute Frage, ne? Als nächstes hätten wir, was war das? Was machen wir jetzt, was war das hier? Schwarzmarkt, Rede mit Grant, war das nicht auch Schwarzmarkt oder Glücksspiel? Komm, Glücksspiel. Glücksspiel gibt's viel Geld. Wie gesagt, das mit Sammys Bar, das machen wir immer zwischendurch mal, wenn wir wieder ein bisschen mehr Cash haben, so wie es gerade war. Weil, wie gesagt, ich will mal wissen, was ist denn, wenn wir das Ding voll haben? Nehmen wir dann damit schön Geld ein, dann ist es uns scheißegal, ob wir unsere Leute hier haben. Hui! Mal dezent im Gegenverkehr geballert. Was? Ja doch, der ballert hier ordentlich durch, ey. Jetzt musst du schon immer mal auf die Karte gucken. Immer noch geradeaus. Und jetzt ein bisschen langsamer fahren und rechts abbiegen. Oh, ein bisschen zu früh. Hallo. Meine Schuld. Tut mir leid. Kommt wahrscheinlich wieder vor, aber hey. Oh, wo sind die Bullen drin ballern, ey? Was ist denn, wenn wir Cassandra jetzt eigentlich nichts mehr geben? Verlässt die uns dann? Lässt sie uns im Stich? Verlieren wir dann ihre Boni, sage ich jetzt mal so? Der hat mich gerahmt. Macht das Auto aus, unsere Spritleine. Wo sind wir denn hier jetzt? Waren wir schon mal? Überleg grad, kommt mir irgendwie bekannt vor. Kennen wir uns? Ich will dein Geld. Ach, du bist Boxer. Hey, du bist doch Sweet Danny Little. Magst du Boxen? Bisschen. Es gibt Leute, die sagen, du hast das Zeug, ein Champion zu werden. Du hast bald diesen Kampf, richtig? Darum brauche ich deine Hilfe. Die Marcano-Typen haben so einen Kerl, heißt Two Dicks Peralta, hat ein Wettbüro in Wilcox Saloon. Er kommt beim Sparring zu mir und sagt, ich muss in Runde 5 K.O. gehen. Sonst? Und du dann? Hab gesagt, er kann mich mal. Am nächsten Tag bricht jemand meinem Bruder dreimal den Arm. Ist okay. So läuft das da.
Tu Dix hat sich wohl sogar diesen Jungen geschnappt, Eddie Kenner. Schätze, den will aber eher für inoffizielle Kämpfe nehmen. Man kennt ja die Niggerkämpfe. Massig Kohle zu holen, wenn man weiß, wie die ausgehen. Fuck. Ich gehe mal zu Tudix Leuten. Vielleicht finde ich was über ihn heraus. Vielleicht finde ich ja sogar Eddie. Red doch mal mit Peraltas Leuten, wenn du wissen willst, was er plant. Ja, müssen wir jetzt gleich mal... Ach du Scheiße. Ja, wir gehen einfach mal. Aber schöne kleine Muckibude sich hier auf dem Dach gebaut. Was ist eigentlich, wenn es mal stürmt? Kannst du dann, deckst du das ab, trägst du das alles rein? Komm, das fahr ich. Das ist zu weit. Hup mich nicht an. Ich reiß dir deine Hupe aus dem Lenkrad und steck sie dir sonst wo hin. Mittlerweile ein bisschen mehr sportliche Sportwagen. Hier nichts zu suchen. Okay, ist ja in Ordnung. Haltet die Augen offen. Ich hab was gehört. Ist nicht dein Glückstag, du Wichser. Verdammt, wer bist du? Erzähl mir von Tudex Glücksspiel, Scheiße. Ja, das wissen wir noch. Los, Hacker! Der arme Teufel hatte doch nichts damit zu tun! Lass mich aussteigen! Lass mich raus! Spuck's aus, alles was du weißt. Ja, der Chaos ist ein bisschen schwierig. Du fährst echt wie ein Arschloch! Das war knapp, du blöder Wichser! Rücksichtslos fahren kann ich! Lass mich raus! Mach's Maul auf, heute noch! Du fährst echt wie ein Arschloch! Seh mich doch an! Wer erzählt schon so einem wie mir was? Willst du, dass ich schlechte Laune bekomme? Das war knapp, du blöder... Wenn ich was wüsste, würde ich sagen! Das hier endet nur auf einer... Schickt uns hier rein, meine Mutter! Scheiße! Ich kann dir nicht sagen, wer ich tot bin, verdammt! Los, verdammt! Der Boss hat irgendeinen Niggerboxer in petto. Ich kann euch zeigen, wo. Lass dich hier nicht mehr blicken. Ich hab mir fast gedacht, dass es seine Karre ist. Brauch eine neue. Kann ich einen neuen Wagen haben in River Row? Ich gehe noch eben pissen. Dann bringe ich ihn raus zu dir. Laufen die dem jetzt alle hinterher? Die Räder und ein Motor. Alles, was du brauchst. Perfekt. Den lauft dem hier hinterher? Die laufen dem alle hinterher. Na, dann holen wir uns den nächsten. An alle Einheiten. Suche nach Verdächtigem wird eingestellt. Ich wiederhole. Suche einstellen und Streifendienst fortsetzen. So, gucken wir uns das mal an hier. Ich hab zu früh auf Q gedrückt. Liegt noch so viel Geld? Ich kann das nicht liegen lassen.
gefallen. Wieder einer weniger. Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe. Naja. Schafft es! Er tötet unsere ganze verdammte Gruppe. Ich suche mir eine Deckung. Unser Blut wurde vergossen. Noch einer ohne Führerschein. Unser Blut wurde vergossen. Wird sich mitgerechnet, dass sie da nicht stehen bleiben. Der Drecksack gehört mir. Das sehe ich nicht so. Das gilt im Gebäude, Alter. Voll verrissen. Wir werden uns jetzt mal voll gucken, wie viel Geld es da gibt, Alter. Ich sag, da gibt es ja so viel. Mich verarschen? Verschwindet hier! Alter, wenn... Reife auf Totengräber Worm. Du fackelst nicht lang, ne? Also schön. Na klar, Kumpel. Wir sprechen uns nach. So, merken, wir haben 370 Dollar, ja? So, gib dem Papi alles, was ihr habt. Papi braucht neue Schuhe. Ich soll gedrückt halten. Ja, mal sag das doch. Krieg ich denn noch Geld raus? Wir führen ein bisschen Schaden. Ja, löst du mal, drück doch mal. Hallo? Hä? Jetzt. Ich würde gerade sagen, sehr frech. Oh, ich habe rechts noch Geld liegen lassen, das machen wir gleich. Na, jetzt. Manchmal hat er so ein paar Probleme, das anzudocken. Was wir für Schaden machen, ey. Dass sie sich nicht schon zusammengeschlossen haben, uns eigentlich einfach auszulöschen. Hm? Warte, da liegt noch Geld. Ach, hier, guck mal hier hinten. Versteckt. Oh, eine ganze Tasche. Nice, Alter. Wir hatten 370 Dollar. Alter, wir haben über 9000 Dollar gerade gekriegt. Einmal Geld abholen, bitte. Munition mitbringen. Alter! Und der bleibt wieder irgendwo am Arsch der Welt stehen, wisst ihr? Sag mir mal, was du machst. Abfüllen bitte nur. Wir haben jetzt sogar eigentlich schon wieder genug Geld, damit wir Sammys Bar weiter ausbauen könnten. Was ist das denn eigentlich hier auch noch, wa? Ach, das sind ja so weiter weggehen würde. Hier haben wir uns alles. Ich will nicht sterben! Wusst du ja nicht. Wer sagt denn, dass du sterben musst, Minion, ey? Naja, die Folge geht eigentlich schon wieder viel zu lange, aber... Oh, ich fahre trotzdem hier gegen. Wir werden uns das mal angucken hier. Hat ihre Meinung noch ein bisschen Gras geändert, ja? Alter, was lachten die da drin? Krabbelt das Gras in der Nase, oder was? Ich sage, wir versuchen es in dem Bereich. Schleich dich hinter ihn! Komm schon, Jungchen!
Schreckensherrschaft endet hier und jetzt! Welche Herrschaft denn? Ich mach doch überhaupt nicht. Ich bin voll lieb und nett und so. Alter, geh weg. Toll. Keiner mehr drin, war. Nicht hier falsch. Ach, das Ding gehört dazu. Alter, ich dachte schon. Noch mehr? Das nehme ich mit. Oh, gehen wir hinten wieder raus. Gehen gleich zum nächsten Laden. 172 Meter Entfernung. Puh, Benjan. Ja, Leute, aber das machen wir in der nächsten Folge von Mafia 3. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch wieder einen Daumen nach oben und ein Abo da, wenn ihr neu seid. Dann verpasst ihr auch keine der neuen, nächsten Folgen mehr und ihr unterstützt mich und meinen Kanal. Haut rein, bis zum nächsten Mal.